Leute gehabt, das ist wirklich beeindruckend. Danke, dass Sie trotz negativer Temperaturen heute gekommen sind. Es geht um ein auch eindrucksvolles Buch, Biljana Arandelovic, Visual Impressions, Architektur und Kunst im öffentlichen Raum in Graz. Es ist ein Buch, das, glaube ich, die Bezeichnung außergewöhnliche Bilder und außergewöhnliche Perspektiven sehr verdient. Das ist kein blöder Werbespruch in diesem Sinn. Und das liegt zum großen Teil an der sehr interessanten Autorin. Die Biljana ist in Serbien geboren und hat dort Architektur studiert und hat 5 Jahre in Graz gelebt und hat auch hier studiert und war auch als Künstlerin tätig. Ich glaube, diese Konstellation hat es uns ergeben, dass sie ihre visuellen Erinnerungen in diesem Buch festgelegt hat. Und das ist ein sehr beeindruckendes Buch geworden. Ich danke für die gute Zusammenarbeit. Ich danke diesem Mann hier neben mir, dem Karl Stocker, dass er dieses Projekt an Leikam vermittelt hat und dass er auch für die Werbung und für das Marketing zuständig ist. Also diese Wertigkeit der Präsentation, das war zum großen Teil die Idee des Karl Stocker. Danke dafür, Karl. Ich hoffe, Sie steinigen mich nicht dafür. Und ich danke vor allem auch der sehr untriebigen und rührigen steirischen Gesellschaft für Kulturpolitik, hier besonders dem Dr. Kurt Becker, der hier ganz bescheiden im Hintergrund steht, und dem Herbert Nicole Schweiger, die dieses Projekt ganz fantastisch unterstützt haben. Wir haben dieses Projekt gemeinsam gemacht und für uns ist es der Start für eine neue Reihe Kultur im öffentlichen Raum. Und das ist der Band 1. Und ich bitte jetzt den Karl, das Buch vorzustellen und auch die Autoren vorzustellen. Danke. Schönen Vormittag wünsche ich an diesem heimeligen Platz. Du hast vergessen, einer Person zu danken, die eigentlich schuld daran ist, dass das Buch in dieser Konstellation erschienen ist. Und zwar ist eigentlich der Mark Zuckerberg schuld, ja? Also der Gründer von Facebook. Ja? wenn Sie die Biljana anschauen, das ist ja nicht gerade eine Person, die man nicht sowieso gern kennenlernen würde, aber es ist mir nicht gelungen, sie in 5 Jahren Anwesenheit in Graz kennenzulernen, sondern wir haben uns dann über Facebook in Berlin kennengelernt. Ja? Also, insofern bitte, bevor Sie auf die neuen Medien schimpfen, die sind echt super. Also die lassen Netzwerken verbessern das einfach wirklich perfekt. Ja? Da freue ich mich wirklich, dass aus dem Buch etwas geworden ist. Wir haben uns eben in Berlin kennengelernt und sind dann drauf gekommen, dass wir durchaus verschiedene Berührungspunkte haben. Weil sie ist eben Architektin, ist Künstlerin, ist Malerin und was glaube ich das Interessante bei dir ist, dass du diese Interdisziplinarität dann ja, in deinen Arbeiten, die kommen wirklich gut zum Tragen und ich glaub auch in dem Buch, das ist ein besonders gutes Beispiel dafür und ich bin echt glücklich, dass wir uns irgendwann einmal begegnet sind und hoffe, dass das auch noch weitergeht, wenn du in Neuseeland bist. Ja? Gut, ich habe zum Buch ganz kurz 4 Dinge zu sagen, die mir beim Durchlesen aufgefallen sind und beim Durchblättern. Ich finde, der Titel ist super treffend, Visual Impressions. Es ist einfach genau das. Man sieht einfach, es ist sozusagen dein Blick auf die Welt mit diesen Qualitäten, die du einfach hast. Und ich glaube, das kommt in dem Buch wirklich total gut heraus. Der zweite Punkt, und der ist, glaube ich, für uns als Grazer und Grazerinnen ziemlich zentral. Wir Grazer und Grazerinnen haben ja die Eigenschaft, dass wir gerne in der eigenen Suppe schwimmen. Ja? Und ich finde eigentlich, dass das ein Problem ist. Ja? Man hat in der Stadt verschiedene Problemzonen, die immer wieder auftauchen. Ja? Ich möchte jetzt nicht da irgendwie groß politisch werden, das wissen Sie selber, wenn Sie die Medien verfolgen. Wir haben uns auch bei der Auswahl dieses Ortes natürlich was überlegt und haben uns gedacht, das ist ein typisch symptomatischer Ort für Graz. Ja? Das ist ein Ort der kulturellen Auseinandersetzung. Ich glaube, der ist jetzt 5 Jahre Bauplatz. Jetzt hört man, jetzt wird doch Zaha Hadid demnächst bauen. Ja? Aber das ist einfach Graz. Und jetzt schimpfe ich nicht auf Graz, sondern das ist auch was, mit dem man umgehen muss und das man, ja, mit dem man handeln und tun soll. Und da müssen wir leben drin und da tun wir was. Und dann kommt jemand von außen und zeigt uns eigentlich von außen, was da für tolle Sachen gibt. Ja, Graz. Und das ist eigentlich ein Grund, wo wir Graz und Grazerinnen noch einmal Danke sagen sollen. Ja?
der dritte Punkt, das, was hier entstanden ist, glaube ich, ein Reiseführer eigentlich für Leute, die herkommen, aber nicht nur für Leute, die herkommen, sondern auch für uns. Ja? Also wir beim Durchblättern gestern am Abend haben wir gedacht, also da sind so viele Perspektiven auf die Orte, die du uns zeigst, auf die Kunst, die du uns zeigst, auf die Architektur. Und es ist für einen selber einfach einmal eine tolle Angelegenheit, durch diese Stadt zu marschieren und die Stadt auch neu einmal anzuschauen. Und das vierte, und ich bin noch schneller jetzt, ja, auch die ästhetische Qualität der Fotografien sind natürlich super. Also das ist echt, ja, danke für dieses Buch. Und danke auch an die Autorin, die die Einleitung geschrieben hat, da ist sie, ja? Die Frau Kaja Bogacar aus Maribor, ich habe da zusammengearbeitet und es ist eine tolle Einleitung geworden und ja, auch herzlichen Dank. Ja, ich hoffe, du bleibst Graz weiterhin verbunden. Ich hoffe, die Grazer und Grazerinnen nehmen dieses Buch an. Ja, danke schön. Yes, just very short. I would like to thank you all for coming here in this cold day. Just few sentences. I'm going to New Zealand in 2.5 weeks. There is summer there. And my first lecture at university will be about Graz, because I have already everything prepared. And it's summer there, and it's going to be great presenting this book in Auckland. And I would like to thank all who helped me with this book, Kaja Pogacar from Maribor. Then I also want to thank Grigor Deutschenow, Professor Grigor Deutschenow, who was my doctor father here in Berlin, and Marion Fischer, the gallerist, Reinhard Kapis, who gave me a couple of great photos. And Christina Topfer, who translated my text from English into German, Christina Topfer. And of course, Karl Stocke, Wolfgang, Steirische Kulturpolitik, and all Grazer and Grazerinnen. And I love you all, I love your city, it's very nice, it's beautiful, maybe you don't know how beautiful it is. It is, but me as a foreigner and someone who lived here a couple of years can assure you that. And I'm really happy to be able to live here a couple of years, and I will always remember Graz and be happy to come here again. That's all. Thank you. We are proud of you. Danke Ihnen fürs Kommen. Nur ganz kurz noch, das Buch ist zweisprachig, also das gibt es in Deutsch und in Englisch, kostet wohlfeile 20 Euro. Und ja, für die Presse bitte ich, holen Sie sich Ihr Exemplar ab, die anderen bitte ich, das Buch zu kaufen. Für alle, die es noch ein bisschen aushalten jetzt bei uns da, es gibt, glaube ich, ein warmes Süppchen, ein Glas Bier, bleiben Sie also noch ein bisschen da. Dankeschön fürs Kommen. Danke. So you're in Berlin at the moment? Yes, I'm in Berlin at the moment, going to New Zealand in the... And do you teach there? I teach in New Zealand, I'm a guest lecturer there at the architecture department, and I'm giving course art and architecture. And I'm in Berlin right now, also teaching in Serbia at university. And I lived in Graz 5 years. When did you stay here? When were you in Graz? 2005 till last March, so 5 years. And you took the pictures? Yes. Could you please explain it, some of these? Yeah? So it's my visual impression of the city. Yeah. Your contribution to this book, yeah? How I see the city. There are three parts: historical history of the town, historical architecture, then modern architecture, and third part is art and architecture. So art in public space, and it's my visual impression. So I choose things that I found it the most interesting for me. Maybe for some other is something else, but that's my personal impression of the city and how I see it.